Ching de Rasa und bumm in die neue Saison. Wenn's nur nach den Namen ginge, dann müssten die anderen eigentlich vor Ehrfurcht erstarren. Guido Buchwald, Karl Allgöwer, Fritz Walter, Asgir Sigur Winson, Jürgen Klinsmann, Maurizio Gaudinho, um nur einige zu nennen. Nachdem zuletzt unter Cordes ein eisiger Wind durchs Neckarstadion pfiff, fehlt nun dank Ari Hahn eine warme Brise Freundlichkeit. Die erste Chance hat Homburg in der 5. Spielminute, aber Freiler hat die Nerven nicht, um an Nationaltorwart Immel vorbeizukommen. Das ist es denn auch schon, was die Homburger in der ersten Hälfte zu bieten haben. Der VfB hat das Sagen, allen voran der von Trainer Hahn zum Libero bestimmte Allgöwer. Stremels Schuss über Quastens Tor. Keim, Blättel, Elmerich, die Neun im Mittelfeld von Homburg waren mit der Hoffnung auf eine eigene Initiative überfordert. Standhalten, hieß die Parole. Ari Hahn hatte attraktiven Fußball versprochen, aber noch fehlt der Mannschaft die Feinabstimmung. Klinsmanns Kopfball, Quastens Reaktion. Homburgs Trainer Klimaszewski musste auf Jambo und Kelch verzichten. Sicherlich ein Verlust an Offensivkraft. In der 42. Minute kommt Gaudinho für den verletzten Schröder. Und zwei Minuten später war es dann soweit. Buchwald läuft Freiler davon und es folgt der zweite Ballkontakt von Mittelstürmer Fritz Walter. 1:0, kurz vor der Pause, ein schönes Tor im Regen. In der Pause wechselt Klimaszewski gleich zwei Spieler aus. Für Blättel kommt Ehrmantraut und für Elmerich Westerbeck. Sie sollen wohl für mehr Offensivkraft sorgen. Aber Pustekuchen. Schäfer, Sigur Winsson, 2:0. Noch einmal mit Gefühl. Keim und Stickroth können den VfB-Kapitän nicht am Erfolg hindern. Und als alle mit einem Sturmlauf der Stuttgarter rechnen und niemand mehr an ein Tor der Homburger glaubt, da passiert's. Westerbeck, im Moment der Ballabgabe nicht im Abseits, gelingt das 2:1. Die Wiederholung zeigt, wie schwierig die Flanke zu verwerten war. Mit dem Schienbein unhaltbar für Eike Immel. Das Endergebnis 2:1 für Stuttgart. Auf der Homburger Bank echauffiert man sich noch ein wenig. Und auf der anschließenden Pressekonferenz, von der Klimaszewski bekanntlich ja nichts hält, weil dort ja doch nur gelogen wird, wie er meint, sagt der Homburger Trainer seine Meinung zum Spiel. Und niemand ist da, der ihm widerspricht. Ja, ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn wir sagen können, wir haben ein schwaches Spiel gesehen. Na also.